Aber mal so, als wären die letzten 10 Minuten nicht passiert. Ich habe eben aufgenommen, der besagte Soundbug, vor dem ich Angst hatte, ist aufgetreten. Funktioniert alles. Dann wollte das Spiel irgendwie auch nicht mehr starten. Deswegen habe ich jetzt den Task Manager mal angelassen, zu sehen, wie die CPU-Auslastung ist. Weil ich glaube, dass die eben, dadurch, dass sie festgehängt hat, jetzt wirklich höher ist. Ich kann das nicht genau beschreiben. Ich sitze tagtäglich am PC und ich habe keine Ahnung von meinem PC. So schlimm ist es nicht, aber... Wir machen das jetzt halt alles noch einmal. Und das, was wir eben gemacht haben, machen wir noch einmal. Ich weiß jetzt zumindest, in welche Richtungen ich muss. Schwimmen wir jetzt erstmal in diese hier. Jetzt machen wir nämlich erstmal genau das, was wir vorhin auch gemacht haben. Wenn der Soundbug jetzt nochmal auftreten sollte, tut es mir leid. Ich könnte mir vorstellen, dass der Soundbug aber durch das ständige Rennen und Round-Swipen gekommen ist. Wow. Okay, wobei die sich hier halt auch noch nicht richtig anfühlen. Jetzt auch gerade noch so falsch geht. Aber das passiert ja immer mal wieder. Gut, so weit ist auch noch alles in Ordnung. Die Elementschmiede ist auf die Energie des Soul Reaver abgestimmt. Wurde die Klinge einmal in dieser Urflamme getauft, kann sie jederzeit mit Feuer geschmiedet werden. So, hiermit haben wir unseren... Bis jetzt funktioniert alles. Huch. Damit haben wir unseren... Feuer Reaver. Und im Wasser verschwindet er leider wieder. Aus irgendeinem unersichtlichen Grund. Und mit dem Feuer Reaver, den wir jetzt hier gekriegt haben, haben wir ja wie, quasi etwas weiteres, was sich durch die nächsten Teile Legacy of Kain durchziehen wird. Der Feuer Reaver wird nicht der einzige oder die einzige Art Reaver sein, die wir kennenlernen werden. In diesem Teil hier schon. Wobei wir später noch was anderes erfahren werden zu diesem Reaver. Das werde ich dann euch aber bei Zeit erzählen. Wenn wir soweit sind. Das dauert noch eine ganze Weile. So gut wie jetzt kam ich hier noch nie durch, übrigens. Das hier wird schon was heißen. Hier wird das Wasser so ein bisschen pekig. Weil ich mir... Na gut, ich weiß nicht, wie... Was ist Schwefel im Wasser grün? Ich weiß es nicht genau. Weil das könnte es in diesen... Tempel-Ding-Wirrwarr durchaus sein. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich weiß nämlich schon wieder nicht mehr, wie dieses Rätsel funktionierte.
Ah, hier sind wir. Ich pick auch mal was. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier so richtig machen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir erst noch was anderes machen. Bleibt sie offen? Ich glaube, die bleibt jetzt offen. Ja, hier müssen wir hin. Ja, war schon richtig so. War schon richtig so. Denn wir müssen jetzt etwas machen. Wofür wir Feuer brauchen. Wir haben kein Feuer-Reaver gerade. Würde uns sonst die Sache ein bisschen vereinfachen. Aber wir aber den Feuer-Reaver nicht haben. Geht das hier ein bisschen schlecht. Bisher. Stimmt. Ich bin eben von ausgegangen, dass wir hier eine Fackel bräuchten. Brauchen wir aber nicht. Denn wir brauchten hierfür den Feuer-Reaver. Deswegen war es richtig, dass wir jetzt erst den Feuer-Reaver geholt haben. Irgendwie war ich vorhin auch ein bisschen blöd, ne? Später wieder raus. Dich will ich erst einmal loswerden. Das erste Mal, dass wir wieder kämpfen. Weil der Typ konnte uns sonst ein bisschen auf den Sack gehen. Denn jetzt kommt einer ähnlich wie bei Rahab Sprungssession, die durchaus nervig sein kann, wenn man dabei gestört wird. Hui. Mir fällt gerade. Manchmal merkt man, glaube ich, dass ich entweder einfach nur Glück habe oder dass doch minimal Können dazu gehört. Ich glaube, es war wirklich nur Glück. So, jetzt haben wir unseren Feuer-Reaver. Oh, ich liebe das, wenn ich das in einzigen kriege. Ich liebe allgemein diese Spielreihe. Ich freue mich sogar schon drauf, weil auch hierbei habe ich ja gesagt, möchte ich das irgendwann im Stream tatsächlich, die dürfen jetzt nicht geschlagen werden, im Stream nochmal spielen möchte, irgendwann einmal, wenn ich ein bisschen mehr Zuschauer habe. Vielleicht. Noch streame ich ja leider nicht. Ich bin zwar schon an dem Ort, an dem ich streamen werde, aber ich habe meine ganzen Sachen hier noch nicht. Mir fehlen nur noch einige Sachen dafür. Und ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu aufgeregt, um zu streamen. So. Die Glyphe, die wir jetzt kriegen, wird sogar eine nützliche Glyphe mal. Eine sehr nützliche. So, ich liebe diesen Effekt. Und, falls ihr euch das ja schon denken könnt, wir kriegen eine Feuerglyphe. Und sie ist sehr, sehr nützlich. Sehr, sehr nützlich. Ich liebe diese Glyphe. Ist auch die, die ich am meisten benutze. Wenn ich denn mal welche benutze. Oh, sie ist einfach toll. Und 26 Glyphen Energie. Da, warte. Hier ist mein Schätzchen. Verbraucht 8 Glyphen Energie. Aber sie ist toll. Und der kann keiner widerstehen. Dieser Glyphe. Werde ich einmal kurz wieder speichern. Nicht, dass wieder ein Soundbug auftritt. So, und jetzt werden wir natürlich kleinen
Abstecher in ein Hassgebiet von mir machen. Und zwar müssen wir zurück in Sefons Clangebiet. Und ich muss wirklich überlegen, wo wir da nochmal hin müssen. Ich will ganz genau überlegen, warum läuft hier lang? Kann mir das mal einer beantworten? Ich mir selber nicht. Ich weiß nicht, warum ich da lang gelaufen bin. Wir nehmen sie. Wir nehmen ihn einfach mal. Mein Sefons Plan gibt. Nehmen wir kurz. Gucken. Wer mir da gerade geschrieben hat. So. Warte. Ich hatte gerade eine ganz blöde Idee. Wir gehen hier durch. Und dann, und dann können wir mal hier lang. Wir mussten auch schon ewig lang nicht mehr, also ewig lang nicht mehr großartig viel Seelen einsaugen. Eben das eine Mal wieder. Ach nee, wir müssen ja jetzt gleich ins Wasser. So, an diesem Ort gibt es zwei Glyphen, die letzten beiden. Nach diesen beiden Glyphen mache ich auch mit der Story weiter. Da musste ich noch nicht hin. Und uns als nächstes das Lebensding da oben. Ich muss jetzt gleich nur erstmal überlegen, verdämlich ich, dass ich eigentlich den bei River geholt habe. Ich muss gleich nur überlegen, wo es nochmal zu der einen Glyphe ging. Ganz genau überlegen. Ich weiß gerade wirklich nicht. Müsste eigentlich ganz am Anfang sein. Die andere machen wir noch nicht, weil die den ganzen Part wieder in Anspruch nehmen wird. Deswegen werde ich die eine nicht machen, noch nicht machen. Das Gute ist, diesmal haben wir Glyphen, womit wir die Viecher hier platt machen können. Drei. So. Erst dieses Gebiet. Aber das wisst ihr ja mittlerweile. Ja, ist ja genauso wie ihr Sprungeinlage. Ich will es gerade mal überlegen. Was hier? Uwe. Wenn wir mal kurz Ruhe haben, um zu gucken. Komme ich da so hoch? Nee. Okay, dann war es hier nicht. Komme ich hier wahrscheinlich wieder zurück?
wäre hier. Okay. Wie gesagt, ich dachte, es würde klappen. Aber ich könnte auch vermuten, dass ich da wieder zurückkomme. Das ist erstmal diese stundenlange Überlegen, wo muss ich hin? Ich war der Meinung, dass ich ansonsten über dieses Ding hier rüberkomme. Da. Gut, ich will einmal kurz dann auf diese Ebene. Darüber. Und hier komme ich auf jeden Fall hoch. Ich weiß nur nicht, ob es hier jetzt zu der einen besagten Glyphe geht. Das weiß ich jetzt nicht. Hier rein. Nee, hier geht's auf jeden Fall nicht zu der einen besagten Glyphe. Hier geht's aber zur Glyphenenergie. Schon mal gut. Hab ich das jetzt schon mal? Okay, dann war die andere. Ja, woanders, ich weiß. So. Hallo? Geht doch. Gut. Es ist die große Frage, wie es nächstes weitergeht. Ich speichere das hier nochmal kurz.